Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Fans von Angeln mit mir Jasmin. Mit diesem Video starte ich eine Serie aus Experimenten für euch. Und zwar haben wir uns doch alle schon mal mit der älteren Generation von Fischern unterhalten. Diese hatten früher nicht die ganz normalen Posen, wie wir sie als heutzutage normal empfinden, mit der Wakler und auch der Stipppose. Diese haben Alternativgegenstände verwendet und diese umgebaut, um damit natürlich zu fischen, als ganz normale Posen. Und ab heute machen wir das auch. Ich habe ein paar Gegenstände zusammengesammelt und diese bauen wir um. Und zwar habe ich vom Tierpark, vom Stachelschwein, diese schönen Stacheln. Einmal eine größere dünne und eine kleinere dicke. Und die werden wir schön umbauen, ein bisschen mit Nagellack nochmal erkenntlicher zeigen und mal gucken, ob wir damit was fangen. Weil schließlich wurde ja schon oft berichtet, dass diese gut gefangen haben. Ansonsten habe ich hier noch einen Bleistift. Ist Holz, sollte eigentlich auch schwimmen. Mal gucken, vielleicht funktioniert es ja. Bleibt dran dafür. Dann, bleibt da. Dann haben wir noch ein Ü-Ei. Ich denke, jeder kennt's. Vielleicht kann ich daraus eine Pilotkugel basteln. Eine Idee wär's. Dann habe ich hier auch eine Quietscheente in Einhornformat. Ich werde versuchen, daraus eine Hechtpose zu basteln. Und wenn das funktioniert, wäre das ultimativ cool. Ich meine, nicht jeder hat eine Einhornhechtpose, ne? Bleibt auf jeden Fall dran, um dieses tolle Highlight mitzuerleben. Ansonsten habe ich hier noch Verpackungsmaterial. Mal gucken, vielleicht können wir damit ja unsere Posen ein bisschen tunen. Je nachdem, ist ein Experiment. Das heißt, nicht alles kann klappen. Aber wenn es klappt, ist es umso perfekter. Weil ich meine, man hat es selbst gebastelt, hat nicht sehr viel Geld dafür ausgegeben. Was braucht man Besseres? Wenn ihr ein paar Tipps habt oder vielleicht auch Gegenstände, die euch interessieren oder die vielleicht euer Opa früher verwendet hat, schreibt die unbedingt in die Kommentare. Ich möchte sie auch ausprobieren. Nehmt euch natürlich mit. Wir basteln die hier zusammen und dann gehen wir ans Wasser, testen die auch sofort aus. Das heißt, nach jedem Video wisst ihr, ob es funktioniert oder nicht. Es wäre wundervoll, wenn ihr diese auch mal nachbasteln würdet, auch selbst darauf fangen würdet. Ansonsten abonniert mich, dann wisst ihr sofort Bescheid, wenn ich das nächste Video über die nächste Pose gepostet habe. Vielleicht ist da ja auch irgendwann dieses Einhorn dabei. Ansonsten lieber ein Like würde ich mich riesig freuen. Und dann präparieren wir gleich auch schon die erste Pose. Bis gleich. So, heute fangen wir auch schon mit der ersten Pose an. Und zwar nehmen wir uns diese beiden Stachelschweinspitzen. Wir fangen mit der kleinen an und aus der möchten wir eine Stipppose machen. Wie machen wir das? Ganz einfach. Ich habe hier mal Nagellack, heute werden nicht meine Nägel lackiert, die lassen wir neutral. Und zwar nehmen wir uns den Nagellack. Achso, wundert euch nicht, wenn hier was durch die Gegend fliegt. Ich bin bei diesem schönen Wetter draußen, ist ein bisschen stürmisch. Und zeichnen uns die Spitze hier oben ein klein wenig rot. So, sollte sie besser zu erkennen sein. Und stecken die hier einmal wieder rein. Jetzt kann sie trocknen. Dafür ist der Wind natürlich wundervoll. Gut, währenddessen schnappen wir uns die größere. Die wollen wir auch einmal anzeichnen. Da fliegt schon das erste. Dann nehmen wir uns mal einen Orangen. Einfach, weil es Spaß macht. Schnappen uns die hier auch einmal raus. So, haben wir die auch ein bisschen angezeichnet, zum besseren Erkennen. Und die stecken wir hier auch einmal mit rein. So, dadurch, dass wir ja aus der hier eine kleine Stipppose machen wollen, habe ich hier kleine Posenschläuche. Einmal hier so einen gelben, der ist ein bisschen dicker. Und hier habe ich einen kleinen grünen, den habe ich schon zurechtgeschnitten. Und die stecken wir gleich einmal auf beiden Seiten rauf. Das zeige ich euch auch gleich einmal. So, wir wollen den hier erstmal zusammenschneiden. Zurechtschneiden, nicht zusammenschneiden. So. Und das stecken wir hier jetzt einmal rauf. Ist das schon getrocknet? Ja, wundervoll. Und der grüne hier unten rauf.
So, hier einmal das Ergebnis. Die beiden Schläuche und einmal die angemalte Spitze. Wundervoll. Gut, jetzt habe ich die größere hier. Aus der möchte ich eine Wagla machen. Und zwar habe ich dafür hier von Paladin diese Multi-Adapter. Die sind auch recht einfach zu bedienen. So, da schnappen wir uns auch direkt schon ein. So, hier nochmal zum Sehen. Und auf diesem Gummi hier unten, da ist ein Loch drin. Da können wir ganz einfach die Pose einmal reinstecken. So, das haben wir jetzt hier unten einmal raufgesteckt. Also hier haben wir unsere schön angemalte Spitze. Hier einmal unten unsere Öse jetzt dran. Das wird am Wasser einfach an die Schnur rangeklippt. Und dann haben wir schon eine Laufpose. Gut, dann lasst uns jetzt gemeinsam ans Wasser fahren und es ausprobieren. Wir sehen uns da.